Hallo Leute und willkommen zurück zu Legend of K Anniversary. Ja, wir waren ja zuletzt hier stehen geblieben, haben die letzte Katzenstatue aktiviert und könnten normalerweise jetzt irgendwie an das Schwert ran. Hör auf damit! Verschwinde, du tippelnder kleiner Nager, bevor ich den alten Flammenwerfer anschalte. Naja, jedenfalls. Ja? Aber noch nicht wirklich diesen Raum dazu gefunden, wo dieses Schwert ist. Hupscher. Naja, mal gut, dass das keinen Lebensabzug gibt. Na ne, gut, dass das keinen Lebensabzug gibt, wie gesagt. Ja, kein komplettes Leben, meine ich. Sehen gerade, Lebensabzug gibt das doch schon. Drecksvieh. Naja. Die letzten Teile hier will ich mir noch gerne holen. Ohne dass ich jetzt hier ein Leben verliere. Tja. Okay. Also mache ich zu. Joa, wenn da vorne so sieht, da sieht das wirklich so aus, als wäre da vorne. Wir sind in der Drachenhöhle direkt. Sieh doch mal, Spitzohr. Ich bin eine Katze, keine Ratte. Was? Oh, Junge, tut mir leid. Dachte, du wärst eine Ratte. Ja, jetzt ist das Licht besser. Wie ich sehe, bist du wirklich keine Ratte. Du bist doch der Bursche, der gegen diese Boarax gekämpft hat, oder? Gut gekämpft, wirklich. Ist bloß gutes Training. Ich suche Tuck. Hast du ihn gesehen? Gesehen? Hab ich ihn fast geräuchert. Ist mir hierhin gefolgt, dieser stinkende Abschaum. Ha. Du sagst es. Die haben solche Transformationsamulette, weißt du? Verwandeln sanfte Lasttiere in eine tierische Last. Große, schreckliche Monster, das sind sie. Mit solchen Typen sollte man kein Spiel treiben. Okay, aber damit wird Tuck nicht durchkommen. Nicht so lange dieser Katzenkrieger noch Luft holt. Sei vorsichtig, Freund. Viele Tiere haben sich auf Tucks Seite geschlagen. Und Tuck bedient sich der Alchemie. Na klar, ich passe auf. Und kannst du dich bitte um die Hasen kümmern? Darauf kannst du dich verlassen, mein pelziger Partner. Danke. Bis dann. Okay. Jetzt haben wir eine neue Aufgabe. Tuck ist auf dem Weg zum Sumpf. Tuck ist auf dem Weg zum Sumpf. Tuck ist mit seinem Gefolge auf dem Weg zum Sumpf, folge ihn und finde raus, wo er hingeht. Ja. Ah, da ist das Schwert. Gut. Können wir es doch nicht verpassen.
Ja, das ist ja halt auch so eine alte Sage. Jeder Drache hat seinen eigenen Drachenschatz, ne? Oder Drachen sind grundsätzlich scharf darauf, auch so welche Schätze, ne? So, jedenfalls hier ist die Belohnung für unser, für die Katzenstatuen. Du hast ein neues Schwert gefunden. Damit kannst du deine Gegner mehr Schaden zufügen und die magischen Attacken wird, die magische Attacke wird verbessert. Naja. Okay, schön. Du, noch irgendetwas Wichtiges? Oh, reden kann man nicht mehr. Ja, dann wollen wir noch mal gucken, ne? Aha. Wieder nichts freigeschaltet. Naja. Na, ich glaube jedenfalls nicht, dass man halt in später besuchte Bereiche zurückkehren kann. Naja, ein bisschen haben wir noch. Wo steht denn da? Lass dir von den Songs den Weg weisen. Okay. Aber erstmal machen wir hier alle Krüge auf. Das sind nur Glühwürmchen. Und hier geht es nicht weiter. Kamera? Bist du so freundlich? Na, sieht aber nicht so gut aus, dass man da unten hin kann. Lass dir von den Songs den Weg weisen. Ja, ich weiß nicht, ob die irgendwann mal wiederkommen. Okay, da lang. Und das könnte ich mir vorstellen, das geht wahrscheinlich dann auf Zeit. Vielleicht sollte ich mir das Schild nochmal ansehen. Welches Schild? Hä? Lass dir von den Songs den Weg weisen. Ja. Nicht richtig. Ah. Hä? Ne, ich weiß jetzt nicht, welches Schild er meint. Es gibt ja nur das Schild hier. Und da steht, lass dir von den Songs den Weg weisen. Hmm.
Aha, guck mal, wer hier oben ist. Guten Tag, junger Krieger. Ich habe dich hier noch nicht gesehen. Und deshalb kann ich dir einen wichtigen Tipp geben. Hüte dich hier vor widerlichen Bestien. Aber genug. Was wünschst du? Was hast du denn? Was ist das denn? Eine Blendgranate? Okay. Mache Dämonentore sichtbar. Ich verkaufe dir diesen Dämonentrank. Damit kannst du 10 Sekunden lang Dämonenportale sehen. Wendig, elegant und sehr robust. Ich bin bekannt für meine erstklassige Rüstung. Naja. Ja, die ist ja uns kaputt gegangen. Joa. Ich muss einen Pfeil in die Richtung drehen, in die ich gehen will. Was? Ja, mach ich doch. Ich will hier hin. Das war nicht richtig. Ah. So. Ja, war auch nicht richtig. Wir wollen ja darauf. Ja. Hab ich ja eigentlich vorgehabt. Alter! Gibt's nicht. Vielleicht? Ja, ich weiß. Ich versuch's doch schon die ganze Zeit. Ugh.
stehen bleiben. Der muss noch weg. So. Der muss noch weg. Also. Haben wir sie eigentlich. Okay. Wo geht's dahin? Ringreifenritt. Ziel: Springe durch einen Reifen, um den nächsten zu aktivieren. Preise: Wenn du durch 12 Reifen springst, bekommst du einen Energiecontainer. Ja, naja, komm. Das machen wir im nächsten Part, denke ich mal. Ja, Leute, bedanke ich mich wieder vielmals fürs Zuschauen. Über Daumen, Kommentare würde ich mich natürlich sehr freuen. Würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Also, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo, Leute, und willkommen auf meiner Endcard. Oben in der linken Ecke kommt ihr jeweils zum vorherigen Part dieses Projektes. In der Mitte kommt ihr zur Playlist. Falls ihr die schon immer gesucht habt, oben rechts kommt ihr zum nächsten Part. Falls er schon online ist, ansonsten kommt ihr ja nur auf ein Video, wo steht, ne, ist privat. Unten links findet ihr jeweils meinen Twitter-Account und meinen Facebook-Account. Könnt ihr mal draufklicken und könnt ihr mal vorbeischauen, wenn ihr Lust habt. Unten in der Mitte kommt ihr zum Upload-Plan. Dort seht ihr mal top aktuell, wann eure Lieblingsfolge in den nächsten 2 Wochen zu welcher Uhrzeit kommt. Könnt ihr mal reinschauen, wenn ihr Lust habt und dort noch nicht wart. Unten in der rechten Ecke kommt ihr zu meiner Let's Play-Übersicht. Dort findet ihr mitunter meine laufenden Projekte, abgeschlossene Projekte, pausierte Projekte und meine kommenden Projekte, die irgendwann 1000%ig auf meinem Kanal erscheinen werden. Da gehört mit zu PC-Spiele, PlayStation 1 Spiele, PlayStation 3 Spiele habe ich in einen Reiter zusammengepackt, weil man kann ja PlayStation 1 Spiele auf der PlayStation 3 spielen. Xbox 360 Spiele, PlayStation 2 Spiele muss ich noch hinzufügen und irgendwann mal die Wii U Spiele, wenn ich dazu komme. Ja, Leute, bedanke ich mich vielmals für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr habt weiterhin Spaß auf meinem Kanal und an diesem Projekt. Also, Leute, ciao.